Sie hören mich und Sie sehen im Moment noch mein Konterfei und meine Kontaktdaten. Ja, kurz zu mir und zur Firma Erik. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der dritten Generation, Inhaber geführt, 71 Mitarbeiter, hier in Berlin ansässig. Tätigkeitsfeld ist Berlin-Brandenburg mit einem Partnernetzwerk, auch darüber hinweg in der Bundesrepublik. Ich selbst bin seit 6 Jahren, also 5,5 Jahren im Unternehmen und zuständig für die Digitalisierung. Seit Corona ist das ja quasi ein Punkt, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Selbst bin ich im Bereich Dokumentenmanagement seit 2008 unterwegs. Und ja, habe den Markt quasi auch relativ früh kennen, lieben und hassen lernen dürfen. Warum? Weil wir zu Anfang weit über anderthalb, knapp 2000 verschiedene Dokumentenmanagementsysteme am Markt hatten. Mittlerweile sind es roundabout 250. Das ist für Sie als Anwenderin, als Anwender, als Entscheiderin, als Entscheider natürlich immer noch eine hohe Hausnummer. Und deswegen möchte ich hier in den nächsten Minuten einfach mal Ihnen zeigen, worauf es eigentlich ankommt. Denn das ist beim Dokumentenmanagementsystem genauso wie bei IT-Investitionen. Die macht man ja nicht alle naselang. Und da möchte man sich an der Stelle auch sicher sein, dass die Investition die richtige war. Jetzt verlässt mich hier gerade mal zumindest die Präsentationstechnik. Jawohl. So, falscher Bildschirm. Ja, die Entwicklung in den letzten 20, 25 Jahren vom Archivsystem hin zum Informationsmanagementsystem. Das ist im Prinzip auch so der Grund, warum in unserem Fall viele Bezeichnungen in der Welt unterwegs sind, also DMS, ECM, Dokumentenmanagementsystem, Enterprise Content Management, wir haben Informationsmanagementsysteme. Das zeigt eigentlich, dass seit Beginn der klassischen Archivierung, das heißt der Ablage der Dokumente in einem System, Aktenverwaltung, also des Dokumentenmanagements im eigentlichen Sinne, immer mehr seitens der Benutzerinnen und Benutzer an Notwendigkeiten heraufkam, sei es die Steuerung von Geschäftsprozessen mittels sogenannter Workflows, sei es die Möglichkeit, die Informationen, die im Unternehmen sind, schnell und intelligent zu erfassen. Und zwar so, dass man sie auch weiterverarbeiten kann, dass man sie auswertbar machen kann. Ne? Dann kamen an irgendeiner Stelle noch Kanäle dazu. Früher gab es sehr viel Papierverkehr. Das hat sich gewandelt in Richtung elektronischer Dokumenten. Und diese ganzen Geschichten müssen natürlich dann auch im Dokumentenmanagementsystem ihren Eingang finden. Dazu kamen im Laufe der Zeit diverse Anforderungen an Zusammenarbeit, sei es an Projekten in einem Dokumentenmanagementsystem, sei es an Unternehmensprojekten. Und so kamen immer mehr Kanäle hinzu, mit denen Informationen geteilt oder ins Unternehmen kamen. Und das zeichnet eigentlich auch an der Stelle ein gutes Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management System aus. Je vollumfänglicher Sie im System mit den Daten, mit den Informationen arbeiten können,
umso leichter haben Sie auf der einen Seite eine Zentralisierung Ihrer Dokumente, aber auf der anderen Seite auch einen klassischen Vorteil. Sie müssen nicht mehr lange suchen. Sind Informationen da? Wo sind die Informationen? Sie können diese Informationen im Dokumentenmanagementsystem, im ECM auswertbar machen. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man eine Unterscheidung findet zwischen ECM und DMS. Also das Dokumentenmanagementsystem befasst sich mit dem Erfassen, mit dem Strukturieren der Daten, mit dem Verteilen und dem Verarbeiten und Bearbeiten der Daten und natürlich auch mit dem Archivieren. Und alle, ich sag mal, Strategien und Methoden, Werkzeuge drumherum, die dazu dienen, die Erfassung, die Verteilung, die Archivierung und die Strukturierung effizienter zu gestalten, die findet man im Bereich ECM, also Enterprise Content Management. Das Wort an sich sagt es eigentlich, die Verwaltung, die Verarbeitung, die Kontrolle aller Inhalte, aller Informationen im Unternehmen. Und zwar unabhängig davon, wie sie reingekommen sind, diese Informationen ins Unternehmen. Immer mit dem Ziel, die eigenen Geschäftsprozesse zu verschlanken und natürlich auch die Durchlaufzeiten der Dokumente, der Anforderungen im Unternehmen einfach zu verkürzen. Das in Kürze einmal zum Thema, was kann ein Dokumentenmanagement System und ich zeige Ihnen das Ganze mal jetzt auch mit einem Live-Bild. Ja, ECM, DMS, wie auch immer wir das Kind benennen wollen, wichtig ist, dass man in zentraler Oberfläche in der Lage ist, die Informationen einmal rein ins System zu bekommen, mit den Informationen im System auch arbeiten zu können und an der Stelle auch in der Lage zu sein, das Ganze vernünftig auswertbar zu machen. Denn wir sind lange, lange über den Punkt hinweg, in dem ich einfach mal in einem Dokumentenmanagement-System arbeite und die eigenen Informationen nur archiviere. Wir haben heute die Möglichkeit, ganz viele Prozesse vor- und nachgelagerter Art in diesen ganzen Informationsfluss zwischen unseren führenden Anwendungen auf der einen Seite und nachgelagerten Fachanwendungen auf der anderen Seite zu kanalisieren, zu strukturieren. Und das zeichnet einen Großteil der Dokumentenmanagementsysteme am Markt auch aus, dass wir eine strukturierte Ablage haben. Das heißt, wenn Sie so wollen, finden sich die Anwenderinnen und Anwender an der Stelle wieder, indem ich einfach in mein Dokumentenmanagementsystem gehe und meine Anlage der Ablagestruktur so gestalte, wie mein Organigramm ist. Das heißt, habe ich natürlich auf der Seite Serverarchiv schon eine Struktur, dann kann die auch in das Dokumentenmanagement, in das ECM übernommen werden. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass, wie gesagt, mehr notwendig ist als eine klassische Archivierung, ja, also Big Data, das Sammeln von Informationen und das Vorhalten in einem zentralen Pool ist das eine. Das ist alles schön und gut. Wichtig ist an der Stelle, die Unternehmensdaten auch mal miteinander vergleichen, auswerten zu können. Sei es, indem ich sage, ich brauche ein Rechnungsmanagement. Ja. Ich möchte also als Inhaberin, als Inhaber wissen, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter der Buchhaltung,
wie viele Kreditoren habe ich, wie viele Rechnungen kommen rein, was ist dort an Rechnungssumme auf den entsprechenden Dokumenten drauf und wann muss was wie bezahlt werden. Ja. Der ganze Freigabeprozess, den wir dort haben, also fachliche Prüfung, sachliche Prüfung, Freigabe auf entscheidender Ebene, auf vorgesetzten Ebene, auf Geschäftsführerebene, das ist all das, was ein gutes Dokumentenmanagementsystem an der Stelle mitbringt. Denn diese klassischen Anforderungen, die der Gesetzgeber mit einem Dokumentenmanagementsystem verbindet. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit, wer wann wie Daten ins Archiv gebracht hat, mit den Daten gearbeitet hat, unter Umständen auch Daten entfernt hat. Auch das ist natürlich möglich. Der ganze Bereich Fristen, Wiedervorlagen, Nachhalten der entsprechenden Zyklen, das bringt ein klassisches Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management System mit sich. Immer verbunden mit den Änderungen, die der Gesetzgeber unterjährig dann auch zur Aufgabe macht. Das heißt, habe ich zum Beispiel eine Personalakte und möchte ich meine Bewerber über dieses Dokumentenmanagementsystem fahren im Rahmen eines Prozesses. Das heißt also klassischer Bewerbungsprozess. Ich stelle meine freien Stellen auf meiner Internetseite zur Verfügung. Die Bewerberinnen und Bewerber loggen sich ein, geben ihre Daten ein. Die werden dann ins Dokumentenmanagementsystem übernommen. Und ich kann dann entsprechend über das Dokumentenmanagementsystem an der Stelle auch einen Bewerberprozess durchs Unternehmen generieren. Das heißt, so wie es jetzt in Papierform läuft, ist es halt immer so, dass die guten Dokumentenmanagementsysteme auch in der Lage sind, diese Prozesse abzubilden, um dann eben schlussendlich die Bewerberin oder den Bewerber, für den ich mich entscheide, auch in meine Personalverwaltung mit wenig Aufwand übernehmen zu können. Das sind Sachen, das bringen die Dokumentenmanagementsysteme, die guten, mit. Es gibt am Markt eine Vielzahl, ich habe es anfangs schon angesprochen. Da muss man sich beim Start in dieses Projekt, ich führe ins Unternehmen ein ECM, ein DMS ein, muss ich mir dann relativ schnell im Klaren sein, wo ich perspektivisch mit diesem System hinarbeiten möchte. Ja, klassisch wie eine Einführung CRM und ERP. Und dann kann ich mich am Markt orientieren und meine Favoriten rausfinden oder eben Kompetenzen einkaufen, die beratungstechnisch dann mir als Unternehmerin, als Unternehmer zur Verfügung stehen, um am Ende des ganzen Entscheidungsprozesses sicher sein zu können, dass ich mich für das richtige System entschieden habe. Vorteile eines zentralen Informationspools, den das Dokumentenmanagementsystem darstellt, sind natürlich klassisch, ich habe die Informationen schnell verfügbar. Ja, das heißt, ich kann an der Stelle einfach ins Dokumentenmanagementsystem schauen, habe die Möglichkeit, ruckzuck an die entsprechenden Informationen zu kommen. Ohne DMS sieht es halt anders aus. Ich kann natürlich meine ganzen Daten, die ich im Unternehmen habe, entsprechend im Dokumentenmanagementsystem abbilden. Und zwar so, dass ich auch mit diesen Daten lebend arbeiten kann. Ich kann also Verträge aus dem DMS-ECM heraus starten. Ich kann Dokumente erfahren, all das, was intern, zum Beispiel an Anforderungsdokumenten im Unternehmen ist, kann ich hier an der Stelle aus dem System heraus starten.
Das geht relativ einfach. Ja, ich habe also in dem Fall, Sie sehen es hier, ohne dass ich mich außerhalb des Systems jetzt bewegen muss, habe ich an der Stelle Zugriff auf die einzelnen Dokumentenarten. Das heißt, dem Dokumentenmanagements-ECM-System ist es an der Stelle egal, was für Arten von Dokumenten Sie ins System speisen. Sei es Word, Excel, also die ganze Office-Familie, sei es PDF-Dokumente, seien es Verträge. E-Mails können mit dem wunderbaren Vorteil, dass sie ab Archivierung Volltext, wie alle anderen Dokumente auch, durchsuchbar sind, inklusive der Anhänge. Das heißt, das ist einer der großen Vorteile, die ich habe bei einem Dokumentenmanagementsystem. Ich habe eine Volltextsuche und bin ab Archivierung in der Lage, wirklich mit Informationsfragmenten mich über eine gut strukturierte Suche zum Dokument durchzuhangeln. Ja. Und Integration in die Office-Familie, ich habe es angesprochen, ich sehe im Prinzip ein Dokument. Und wenn ich das jetzt einfach schlicht und ergreifend bearbeite zum Beispiel, dann habe ich an der Stelle einen schnellen Zugriff auf diese Dokumente. Ich kann meine Änderungen an der Stelle einmal durchlaufen lassen. Und genauso schnell ist das Dokument auch wieder im System. Das heißt, was mache ich an der Stelle? Ich bearbeite das Dokument außerhalb, speichere es wieder und dann habe ich zum einen, Sie sehen es an der Stelle, hier zum Beispiel perspektivisch oder exemplarisch an der Stelle, Gerd Baum, mit dem ich jetzt eingeloggt bin, der hat dieses Dokument jetzt gesperrt. Das wird entsprechend auch an verschiedenen Stellen visualisiert. Und wenn ich das wieder einchecke, dann sagt das System, okay, ich habe jetzt schon zwei Versionen drin und mit dem Hinweis, was ich gemacht habe, kann ich dann an der Stelle das Dokument zum Beispiel wieder ins Archiv bringen, ohne dass ich mich groß bewegen muss. Ich bleibe immer noch in meinem Archiv und Sie sehen hier, dass meine Zahlen, die wir jetzt gerade geändert haben, zum Beispiel sofort wieder da sind. Das ist ein unwahrscheinlicher Vorteil gegenüber der Ablage in einer Serverarchivstruktur zum Beispiel, weil es dort immer mal vorkommen kann, dass die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Dokument arbeiten, eigene Versionen erzeugen. Das heißt, hier wird also klassisch Dateispeichern untergemacht. Das machen wir hier auch im Dokumentmanagementsystem. Aber Sie kriegen hier an der Stelle immer den Lebenslauf des Dokumentes mit. Das heißt, wir haben hier wieder die Möglichkeit, einmal zu sehen, wer hat dieses Dokument ins System gebracht, was ist passiert. Ja, und diese Informationen bleiben Ihnen zum Beispiel den Lebenszyklus des Dokumentes über erhalten. Das heißt, Sie müssen an der Stelle nicht mehr schauen, woher kam die Information. Ja, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben die Informationen per E-Mail bekommen, per Haftnotiz am Monitor, per Zettelchen auf dem Schreibtisch oder per Telefonat untereinander intern mit Kundenlieferanten etc. pp. Das ist dann hier genauso einfach, wie Sie auch zum Beispiel Rechnungen bearbeiten können. Sie können die Rechnungen auch prozessgesteuert durchs Unternehmen laufen lassen. Das heißt, all das, was Sie quasi jetzt im Papierformat kennen, also Eingangsstempel, Buchungsstempel etc. pp. Können aufgebracht werden. Sie können highlighten, Sie können unterstreichen, Sie können natürlich auch Haftnotizen aufbringen und zwar so, dass Sie dauerhaft eben auch im Gegensatz zum Papierformat am Dokument bleiben. Ja,
Sie sind frei in der Wahl der Anordnung auf dem Dokument. Sie können das Ganze auch wieder für den Bereich Prüfungsprozess unsichtbar machen. Sie haben eine Vielzahl an Informationsmöglichkeiten und jeder in einem Dokumentmanagementsystem, der dort als Anwenderin und als Anwender sich dann diese Annotation zum Beispiel ansieht, der sieht auch, wann wer diese Information aufgebracht hat. Ja, genauso einfach ist halt auch die interne Kommunikation, also das, was man jetzt quasi mit dem Bereich, ich schreibe eine E-Mail, ich rufe an, ich gehe zur Kollegin oder zum Kollegen, abfängt. Das kann man hier an der Stelle auch relativ einfach machen. Die Dokumentmanagementsysteme sind halt so, dass wir an der Stelle mit sogenannten personenbezogenen, also namentlichen Lizenzen arbeiten, um dem Anforderungen des Gesetzgebers Nachvollziehbarkeit und Transparenz Genüge zu tragen. Und dann habe ich nach einer vorab schlüssig hinterlegten Rechtestruktur auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Informationen zu arbeiten, mit verschiedenen Verzeichnisbäumen im Unternehmensbereich arbeiten zu können. Und ich kann hier natürlich auch relativ einfach meine Informationen abrufen. Und wenn ich das mache, dann bleiben diese Informationen, ich sagte es eingangs, natürlich auch im Dokumentmanagementsystem und werden mir dann eben auch beim Start des Systems visualisiert. Ja. Das heißt, jetzt habe ich mich selbst adressiert, damit wir da mal die An- und Abmelderei uns ersparen können. Und wenn ich eine Frage kriege oder eine Information, dann habe ich in meinem Startbildschirm zum Beispiel diese Informationen, kann dann, wenn ich nicht weiß, was es ist, natürlich auch direkt an die entsprechende Information springen und habe dann eben auch die Möglichkeit, das Dokument zu sehen, den Inhalt zu sehen, den Lebenslauf dieses Dokumentes, meine Frage, und ich kann sie auch relativ schnell an der Stelle wieder beantworten, respektive kann ich dann natürlich auch im Rahmen eines Prozesses den Workflow annehmen und bin so schnell aussagefähig und im Umkehrschluss natürlich transportiere ich die Informationen zur Empfängerin, zum Empfänger, der oder diejenige diese Informationen abgerufen hat. Das sind so Punkte, die eigentlich grundsätzlich immer für ein Dokumentenmanagementsystem sprechen. Wir haben natürlich darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass wir unsere unternehmenseigene IT etwas entlasten. Denn wenn Sie zum Beispiel sehr viel mit E-Mail-Verkehr arbeiten, dann haben Sie immer die Herausforderung, dass natürlich die entsprechenden E-Mail-Postfächer volllaufen. Und diese ganzen Geschichten müssen natürlich dann auch in die Datensicherung. Das heißt, auch administrativ für die IT ist es immer ein guter Punkt. Wir haben eine zentrale Möglichkeit der Informationsspeicherung und entlasten damit auf jeden Fall die gesamte nachgelagerte Struktur. Ich entzerre die entsprechenden E-Mail-Postfächer und natürlich auch den Postarchivserver. Ich entzerre an der Stelle auch mein Papierarchiv, weil ich natürlich in der Lage bin, diese Informationen, die jetzt noch in Papierform im Unternehmen unterwegs sind, dort dann auch ins digitale Format zu überführen. Ich muss mich nicht mehr großartig kümmern, wie kommt die Information ins Unternehmen oder wie kam die Information ins Unternehmen. Knackpunkt an der Stelle ist nur, wie bekomme ich die Information ins Archiv. Und das geht auch relativ einfach. Sie haben die Möglichkeit, die Dokumente einzuscannen über Dokumentenscanner, über Multifunktionsgeräte.
über digitale Eingabegeräte, also Tablets, Mobilfunk. Natürlich ist auch mobiles Arbeiten, ja, wenn ich mit dem Mobiltelefon unterwegs bin oder mit dem Tablet, dann kann ich natürlich auch eine Anbindung mir schaffen an mein Archiv. Das heißt also, ich bin vor Ort im Außenbereich immer noch aussagekräftig, kann Teile des Archivs, die ich jetzt zum Beispiel für einen Termin der nicht im Unternehmen stattfindet, kann ich dort an der Stelle mitnehmen, kann trotzdem quasi auf den Dokumenten, auf diesem Teilarchiv arbeiten und synchronisiere das Ganze wieder. Ne? Ich kann digital ins Unternehmen laufende Dokumente quasi ab Start digital durchsuchbar machen. Sie sehen es hier, all das, was jetzt quasi ausgelesen wurde durch die interne Texterkennungssoftware, die OCR, habe ich jetzt schon als Volltext in meiner Suche. Das heißt, ich könnte jetzt schon suchen und ich kann natürlich auch relativ einfach an der Stelle über meinen Verzeichnisbaum mir die Informationen ablegen. Das heißt also, eine neue Rechnung, die lege ich dann in den Posteingang. Im Nachgang, auch das zeichnet ein gutes Dokumentenmanagementsystem aus, wollen wir natürlich das unterbrechen, was uns mit Sicherheit im täglichen Doing in der Archivstruktur öfter mal zu schaffen macht, und zwar die Redundanz der Daten. Das heißt, es kommt eine Information ins Unternehmen, da müssen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu äußern oder eine Information dazu liefern, zu einem Prozess, zu einem Schreiben, zu einer Rechnung. Und dann passiert es sehr häufig, dass das Dokument einfach mal x-mal kopiert wird, dann analog quasi durchs Unternehmen geht. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie natürlich dann auch alle Blätter zurück. Auf jedem Blatt stehen verschiedene Informationen und die müssen dann wieder zentral an der Stelle zusammengeführt werden. Was das Dokumentenmanagementsystem an der Stelle jetzt macht, was Sie hier sehen, ist, dass ich jetzt einfach mal eine Rechnung neu ablegen wollte und das System gesagt hat, ja, lieber Herr Kessler, diese Rechnung habe ich schon, und zwar zeigt mir das System auch an, wo ich sie habe. Und da muss ich mich entscheiden, will ich sie erneut ablegen, möchte ich eine Referenz, also quasi jetzt eine digitale Kopie erstellen, oder lasse ich sein und breche diesen Vorgang ab. Ich entscheide mich jetzt mal für die Referenz. Das heißt, dann kann ich an der Stelle auch schauen, wo ist das Dokument halt hin, und zwar eingangs in den Posteingang, da steht es. Und ist ab jetzt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, die mit dem DMS arbeiten, stets jetzt zur Verfügung. Hat einen wunderbaren Vorteil. Ich muss nichts mehr kopieren. Ich muss nicht dafür Sorge tragen, dass alle Informationen irgendwie an die im Prozess beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, sondern ich kann jetzt hier entweder einen Prozess selbst starten oder einen vorgefertigten Prozess für eine Dokumentengruppe automatisch starten lassen. Das heißt, was mache ich? Verkürze hier die Durchlaufzeiten, zum Beispiel für Rechnung, um unterm Strich vielleicht Skontofristen, die mehr eingeräumt werden, auch noch wahren zu können. Ne? Also wir haben es ganz oft, dass das immer so ein Punkt ist, dass die Rechnung in Papierform in der Posteingangsmappe bei der sachlichen Prüfung liegen bleiben, weil die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter entweder im Urlaub oder krank ist. Und damit haben sie natürlich eben auch einen sehr schnellen Durchlauf aller Dokumente im Unternehmen und durchs Unternehmen. Und sie sind auch in der Lage, schnell aussagefähig zu sein, was
die entsprechenden Prozesse oder Projekte anbelangt. Ja. Das Archiv ist halt so strukturiert, wie Sie es brauchen. Auch das zeichnet ein gutes DMS aus, dass Sie eben die Möglichkeit haben, also auch einen eigenen Verzeichnisbaum hier anzulegen, ne? Sei es hier Qualitätsmanagement oder Rechnungsmanagement. Wir können Verträge abbilden. Ja, egal welcher Couleur. Entweder in der klassischen Variante, man macht es über eine manuelle Ablage, oder man entscheidet sich dann für einen automatisierten Prozess. Denn der Vertrag an sich ist zum Beispiel, ja, wenn dieser Vertrag mich als Unternehmerin, Unternehmer erreicht, dann ist er schon ganz weit in der Vorgeschichte, was passiert, was zu diesem Vertrag führte. Heißt also, ich habe eine Anforderung, die ich quasi über ein internes Formular, was ich hier abbilde, einfach mal starte. Da sind Prozesse hinterlegt, wo ich dann im Unternehmen entscheide, wer muss diese Anforderung jetzt genehmigen, wer muss sie prüfen, wo soll sie hin? Und das heißt, ich habe eine Möglichkeit, all meine internen Papierdokumente, die ich so habe für Anforderungen, Fahrzeug, Mobiltelefon, Büromaterial, was im Unternehmen so anfällt, kann ich einmal digitalisieren und anlegen und dann eben als Vorlage nutzen. Auch das ist immer ein großer Punkt, dass im Unternehmen Kopiervorlagen herumgeistern, die nicht mehr aktuell sind. Und die dann dazu führen, dass es im schlimmsten Fall zu einer Mehrbearbeitung kommt, weil man eben die Formulare nochmal ausfüllen muss. Ja, im Umkehrschluss ist es an der Stelle auch mit externen Prüfprotokollen zum Beispiel oder Verordnungen, die verändert wieder ins Unternehmen kommen. Die nehme ich einfach und lege sie ins Archiv an die Stelle ab, wo jetzt das alte Dokument steht. Ich versioniere also quasi automatisch durch die Ablage auf die neueste Version. Und im Umkehrschluss habe ich Folgendes erreicht. Ich habe eine schnelle Ablage. Und ich habe diese Informationen auch schnell verteilt im Unternehmen. Das heißt, dann kann ich zum Beispiel als Anwenderin, als Anwender nicht mehr in die Bredouille kommen, noch mit alten Dokumenten zu arbeiten. Das heißt, hier habe ich auch fürs Unternehmen immer einen Mehrwert, was die Aktualität nach innen und nach außen anbelangt. Ja, klassisch hat so ein Dokumentenmanagementsystem immer eine Verzahnung. Also es ist quasi die Mittelwehr zwischen einem führenden System auf der einen Seite, nämlich das, was Sie nutzen für den Bereich Benutzer, Kunden, Dateien, ERP-Systeme und dem Bereich auf der anderen Seite Rechnungsausgabe, Kontierungs-, Buchungssysteme. Und dazwischen schaffe ich es, mit den Informationen aus diesen beiden Systemen im Dokumentenmanagement arbeiten zu können. Das heißt, ich spare mir im besten Fall auch eine Mehrfachbearbeitung von Informationen, indem ich einfach aus meinem führenden System mir die Daten der Kreditoren, Bestellungen, Kundendaten, Angebote, sonstige Informationen schon mal ins Dokumentenmanagementsystem hole, um dann eben mit den Daten, die mich erreichen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheinen, Prüfprotokollen, Verordnungen, Anordnungen etc. pp. Wieder arbeiten zu können, um das Ganze dann hinten raus zum Beispiel wieder über die Buchhaltung an die DATEV oder sonstige Systeme geben zu können. Das ist so der klassische Vorteil, den so ein DMS-ECM hat. Das heißt also, hier sind viele, viele Informationen gebündelt für die Unternehmer vorhanden. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben immer den gleichen Stand des Wissens.
Und das kann ich natürlich auch potenzieren. Ne? Ich kann auch klassisch alle Informationen im System hinterlegen, was so den Prozess anbelangt, Neueinstellungen. Ja? Man hat Checklisten, wer bekommt welche Zugangsdaten, welche PIN-Nummern etc. pp. Und das lässt sich dann auch an der Stelle über das Dokumentenmanagementsystem abbilden. Das heißt also, auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, schnell Informationen zu generieren, diese gut auswertbar zu archivieren und natürlich auch im ganzen Kreis der rechtlichen Betrachtung und meiner Möglichkeit, eben schnell aussagefähig zu sein, was diese Informationen anbelangt, habe ich natürlich auch einen Vorteil gegenüber den Unternehmen, die noch nicht so weit sind. Ja, also wir erleben das zum Beispiel, das Dokumentenmanagementsystem ist frei skalierbar. Wir haben also Kunden im Bereich 3 bis 200 Benutzerinnen und Benutzer quer durch alle Branchen. Denn auch das ist meiner Meinung nach ein gutes Merkmal für ein Dokumentenmanagementsystem, für ein Enterprise Content Management System, dass es eben keine spezifische Branchensoftware ist. Eine Branchensoftware ist immer gut in der Spitze, in der Branche. Das hat immer den Vorteil, dass ich branchenorientiert natürlich viel Kompetenz habe und die dann eben auch abgreifen kann vom DMS-Anbieter. Sobald ich aber mich ein bisschen nach links und nach rechts bewege mit meinen persönlichen Anforderungen als Inhaberin, als Inhaber, als Benutzerin, als Benutzer, komme ich bei den sehr spezialisierten Systemen relativ schnell an die Grenzen. Das heißt, was wir dann haben, ist im schlimmsten Fall eine Nicht-Umsetzbarkeit einer Anforderung, die ich habe, die für mich vielleicht wichtig ist, weil ich mich auf diesem Zweig jetzt fokussieren möchte oder weil ich das Gebiet ausbauen möchte. Oder, was genauso schlimm ist, mit einem sehr, sehr hohen Individualisierungsaufwand. Das heißt, ich habe hohe Investitionen in den Bereich Nachprogrammierung, Anpassung. Und das wiederum ist auch so eine potenzielle Krux. Was mache ich, wenn sich meine IT-Struktur verändert? Wenn ich also neue Betriebssysteme auf den Clients oder auf dem Server habe, habe ich dann noch die Möglichkeit, die ganze Geschichte ohne weitere Anpassung laufen zu lassen? Oder begebe ich mich da auf das Glatteis, dass ich wieder schauen muss, wie viel Nachinvestitionen habe ich? Ja, das ist so ein ganz kurzer Abriss jetzt einfach mal zum Thema Dokumentenmanagementsystem, Enterprise Content Management System, Informationsmanagementsystem, wie Sie es auch benennen wollen. Wir haben, wie gesagt, eine ganze Menge an Dokumentenmanagementsystem am Markt. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich immer einfach mal zu schauen, was möchte ich selbst machen oder was ist gerade die Anforderung in meinem Unternehmen. Und dann schauen Sie einfach mal raus in den Markt, denn das haben die Großen wie SAP und die Dativ zum Beispiel auch machen müssen. Das Dativ DMS Classic, also der quasi Zukauf von der Dativ ist nicht weiterentwickelt worden und auch die Dativ hat genau diesen Entscheidungsprozess zum Beispiel durchlaufen müssen, um ihren Genossinnen und Genossen eben ein Dokumentmanagementsystem zukunftsfähig an die Hand geben zu können. Die mussten also entscheiden, für wen nehmen wir an dieser Stelle jetzt in unser Portfolio auf. Und das ist im Prinzip die Entscheidung, die man ja klassisch im Kleinen wie im Großen bei allen Anforderungen stemmen muss. Man muss sich sicher sein, ist es das, schafft man es nicht oder will man es nicht, dann holt man sich Kompetenz ins Haus und ja,
unterm Strich, ich sagte es eingangs, ist das Implementieren eines DMS, ECM natürlich ähnlich aufwendig wie eine IT-Struktur. Das möchte man nicht regelmäßig machen. Damit bin ich erstmal am Ende dieses großen Überblicks. Ich bedanke mich für die Zeit und Ihr Interesse und stehe jetzt auf jeden Fall noch für Fragen zur Verfügung. Ansonsten gerne auch im Nachgang über die Kontaktdaten oder die Aufzeichnung. Vielen Dank. Ich lasse mal jetzt für die Fragen kurz die Aufzeichnung noch an. Also meine erste Frage wäre, dieses ganze Rechte-Management und so weiter scheint noch recht komplex. Wie einfach ist denn die Einrichtung des Systems oder anders, welcher Aufwand ist zu erwarten? Und daran natürlich dann anschließend, kann auch eine schrittweise Einführung durchgeführt werden? Welche Reihenfolge wäre hier sinnvoll bei diesen ganzen Funktionalitäten? Ja, also grundsätzlich bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems empfehle ich persönlich immer, nehmen Sie sich den Prozess, der Ihnen im Unternehmen den größten Schmerz bereitet. Oder den, wo Sie sagen, das ist der Prozess, den wollen wir jetzt digitalisieren. Bei uns sind die Anforderungen im Großteil Rechnungsmanagement, das heißt Rechnungsprüfung, Rechnungsfreigabe und Vertragsmanagement. Da arbeiten wir mit einer kleinen Gruppe, das heißt Geschäftsführung, Buchhaltung und die Sachbearbeitung, die im Rechnungsprozess involviert ist. Im Dokumentenmanagementsystem arbeiten wir immer mit sogenannten Funktionsgruppen, das heißt, ich habe drei Mitarbeiterinnen, drei Mitarbeiter in der Buchhaltung. Ich nehme eine Funktionsgruppe Buchhaltung und erteile dieser Funktionsgruppe die entsprechenden Rechte. Und danach nehme ich einfach nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein. Die haben dann automatisch diese Rechte. Das ist ein großer Vorteil. Wir können auch zum Beispiel bei den Dokumentenmanagementsystemen die AD-Rechte, also aus dem Active Directory, aus der bestehenden Struktur des Unternehmens übernehmen. Das heißt, da ist kein großer Aufwand da. Ansonsten sind die Dokumentenmanagementsysteme alle skalierbar, grob. Das heißt, sie fangen mit einer kleinen Gruppe an und rollen dann Stück für Stück aufs Unternehmen aus, lizenzieren danach und gut ist. Ja. Und Schulungsaufwand, wenn Sie es jetzt gesehen haben, es ist relativ selbsterklärend. Natürlich ist im Projekt, das klassisch immer so läuft, dass man sich in einem Workshop zusammensetzt und sagt, was sind die Anforderungen, was soll umgesetzt werden zum Beispiel. Das wird dann in ein Lastenpflichtenheft, in ein Projekt geschrieben und dieses Projekt wird dann gemeinsam mit dem Kunden quasi umgesetzt, ne? Sodass beide Partner, also Auftragnehmer, Auftraggeber an der Stelle hinten bei der Übergabe des Projektes sich sicher sein können, dass der eine das bekommt, was er möchte und der andere das geleistet hat, was gefordert wurde. Und ansonsten sind die Systeme so, dass sie flexibel, skalierbar sind und eben auch leben. Wir erleben das selbst, dass man eben klassisch mit einem kleinen Prozess anfängt und dann eben sagt, okay, ich nehme jetzt noch den Prozess dazu oder die Business Solution oder ich habe diese Anforderungen und so wächst dann das System und damit eben auch die Geschwindigkeit der Informationsgewinnung und die Akzeptanz beim Kunden. Okay, vielen Dank. Genau da der Hinweis auf genau diese Erstellung des Lastenhefts. Also da gibt es umfangreiche Informationen zu ERP-Lastenheften, aber das ist ja artverwandt bei Regelfood Plus. Also da gerne nochmal auf mich zukommen und dann nochmal der Hinweis, diese Lastenhefterstellung im Rahmen einer Digitalisierungsberatung, die kann gefördert werden. Da gibt es im Anschluss nochmal die Empfehlungen oder die Informationen dazu. Dann weitere Fragen. Ich stelle sie mal schrittweise. Welche Gedanken und Überlegungen sind im Zusammenhang der Funktionalitäten seitens Microsoft Office 365, speziell Teams, zu berücksichtigen?
Das ist gar nicht so schwierig. Also das, es gibt viele Dokumentenmanagementsysteme, die eine tiefe Integration mit der Office 365-Familie mitbringen. Hier bei dem, was ich Ihnen gezeigt habe, ist es auch so, dass wir eine Business Solution bzw. Die Möglichkeit haben, auch Teams zu integrieren. Denn wir haben die Möglichkeit, einmal in Teams zu arbeiten, ganz klassisch. Die Frage ist dann, was machen Sie mit diesen Daten? Die sind im Teams und entweder extrahiert man die oder sie bleiben dort stehen. Wichtig ist an der Stelle, die Daten, die ja letztendlich dort quasi für den ja für eine Projektentwicklung oder sonst irgendwas reift, denn die müssen ja dann an der Stelle auch in der Sicherung überführt werden. Und wir haben auch eine Business Solution, zum Beispiel Teamroom, die ist dort angelehnt. Das heißt, dort arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähnlich wie in Teams und das Ganze wird dann klassisch ins Archiv zum Zwecke des Vorhaltens der Informationen überführt. Also es gibt eine Tiefenintegration genauso in die Office 365-Familie. Das heißt also, ob Sie, wie jetzt hier schon gesehen, Word, Excel, PowerPoint oder auch eine Outlook-Integration wünschen, die ist auf jeden Fall mit einem guten DMS realisierbar. Das heißt also auch klassisch die ja, Exchange-Online-Variante zum Beispiel kann dann eben dazu genutzt werden mit einem guten DMS, das ganze Exchange-Mail-Gefüge in eine Datensicherung zu überführen, um dann eben auch die Informationen an die Projekte oder da, wo sie hingehören, ranzuführen. Ganz kurz dazu noch, doppelte Datenhaltung mit Office, wie kann das verhindert werden? Empfehle ich an der Stelle, also wenn es Office ist, arbeiten Sie, so wie ich es Ihnen jetzt gerade hier zum Beispiel gezeigt habe, aus dem Dokumentenmanagementsystem heraus mit den Office-Daten. Das heißt, schaffen Sie sich einen Speicherraum, den werden Sie in der klassischen Windows-Server-Struktur auch schon haben. Und dann nutzen Sie die Bearbeitung aus dem Archiv heraus. Das heißt, hier ist es dann nur eine Versionierung, die dazu führt, dass Sie einmal die Möglichkeit haben, die Daten, die im Archiv sind, eben nicht so leicht rauszulöschen. Das kann immer mal passieren. Das kann aber auch mal, wenn man sich von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nicht im Guten trennt, dazu führen, dass man dort unter Umständen, also ich habe es persönlich schon erlebt, auch einen Datenverlust erleidet, die Info oder diese Geschichte fällt uns ja hier im DMS dann nicht mehr auf die Füße und dann nutzen Sie einfach das DMS als zentralen Informationsentstehungs- und Lagerort. Damit haben Sie natürlich dann eben auf Serverseite oder auf Clientseite eine deutliche Entzerrung. Es gibt auch nach wie vor noch Unternehmen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teile der Serverstruktur quasi auf ihren lokalen Rechner zur Bearbeitung rauskopieren und wieder reinkopieren. Da sind wir direkt am Anschluss beim Thema gesetzliche Anforderungen. Welche Gründe gibt es da für den Einsatz von Dokumentenmanagementsystem oder Enterprise Content Management? Die gesetzliche Rahmenlage, also Sie müssen ja als Unternehmerin, als Unternehmer dafür Sorge tragen, dass die Informationen im Unternehmen einmal gesichert sind, nicht in falsche Hände kommen, nicht einfach so jedem zugänglich sind. Wenn ich da an die ganzen personenbezogenen Daten, DSGVO denke, das ist mit einem guten Dokumentenmanagementsystem abgebildet. Das heißt also, all die rechtlichen Anforderungen an ich sagte es eingangs schon ein paar Mal, Transparenz, die Nachvollziehbarkeit der Datenhaltung, der ganze Bereich der Informationsverarbeitung, Nachhaltigkeit,
der ist mit einem Dokumentenmanagementsystem gegeben. Ich habe die rechtlichen Aufbewahrungs-, Lösch- und Wiedervorlagefristen, die im Dokumentenmanagementsystem hinterlegt werden können und so, dass ich mir dann eben auch als Unternehmerin, als Unternehmer keine Sorgen machen muss, dass ich, wie es schon Bußgeld bewährt passiert ist, einfach zu viele Daten im Unternehmen zu lange Zeit vorhalte. Ja, ich denke, allen ist noch im Ohr die Deutsche Wohnen, die es mehrfach nicht geschafft hat, die entsprechenden Daten zu reduzieren und dann mit zweimal gut im mittleren Bereich in Millionenhöhe als Bußgeld dafür dann bestraft wurde. Okay, das waren auf jeden Fall spannende Informationen. Und welche Erfahrungen sind vorhanden im Zusammenhang mit den Anforderungen im Bereich Qualitätsmanagement? Das spielt dann sicher da auch mit rein, aber genau, beim Qualitätsmanagement geht es ja dann sicher auch um Prozesse und Prozessdokumente und so weiter. Ja, da ist es relativ einfach. Wir haben als Businesspartner natürlich auch Zugriff auf das Know-how vieler, vieler anderer Businesspartner. Das System, dieses Dokumentenmanagementsystem, was wir hier jetzt im Hintergrund sehen, ist so, dass die Businesspartner regional quasi mit den Kundenanforderungen zu kämpfen haben. Das heißt also, es kommt ein Kunde und sagt, ich möchte Qualitätsmanagement oder ich möchte ein Besuchermanagement, und dann setzt sich der Businesspartner hin und übernimmt die Anforderungen und setzt dort an der Stelle das Ganze um. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, quasi dieses System dann vom Businesspartner zu Businesspartner zu implementieren. Also wir müssen an der Stelle nicht das Rad neu erfinden. Wir haben Kunden, die quasi ein vorgefertigtes Standardsystem übernommen haben. Genauso haben wir auch Kunden, die Qualitätsmanagement für sich angepasst haben. Und da stehen wir dann an der Stelle zur Verfügung. Okay, und jetzt noch die abschließenden Fragen. Wir befinden uns ja in einer mobilen Welt seit einiger Zeit. Welches Look and Feel und welche Funktionalitäten sind konkret mobil am Handy, also am Mobiltelefon verfügbar oder am Smartphone? Ja, das ist ein Punkt, ein gutes DMS. Natürlich sind sie alle mehr oder weniger mobil erreichbar. Das heißt, hier ist es, wenn ich es kurz zeigen darf, genauso wie in dem Bereich Tablet und Mobiltelefon. Das Look and Feel, Stichwort ist hier Responsive Design, ist halt identisch. Wenn ich auf einem Tablet arbeite, dann bauen sich die Kacheln entsprechend auf. Das Look and Feel ist, Sie werden es mitbekommen haben, angelehnt hier jetzt an die Office-Familie. Das heißt, der Client sieht immer gleich aus. Ob ich mich nun auf einem Notebook einlogge, ob ich einen sogenannten Vollclient auf einem Standard-PC nutze oder ob ich einen Mobil-Client nutze, die gutes DMS hat den Vorteil, dass sie mit dem Responsive Design an der Stelle immer das gleiche Look and Feel haben. Das ist ja dann auch wieder ein Punkt für die Benutzerinnen und Benutzerakzeptanz. Wenn ich mich jedes Mal umgewöhnen muss, nur ich gerade jetzt mal über einen Webbrowser aus einem Hotel auf mein visiertes Archiv zugreifen möchte über eine HTTPS-Verbindung und mich dann die ersten Minuten wieder durch die neue Struktur hangeln muss, dann ist das alles nicht wirklich griffig. Ne? Deswegen sehen Sie auch hier diese ganze Geschichte, zuletzt verwendete Dokumente oder eben auch diese Kachelansicht, die dann ausläuft. Das kennen Sie, das wissen Sie, sehen Sie an der Stelle auch aus dem Office-Bereich. Und da ist dann die Verzahnung in Richtung Usability, also Benutzerfreundlichkeit und Look and Feel, dann daran angelehnt. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Nutzerfreundlichkeit, genau, da geht es ja dann in der Testphase, wenn denn die Kandidatinnen ausprobiert oder mit anderen Worten der Hinweis, genau, Kandidatinnen sollten immer mit den
wichtigsten Prozessen mal ausprobiert werden in einer Demo-Session mit dem entsprechenden Ansprechpartner des Anbieters. Das ist der Hinweis. Und da sollte diese Benutzerfreundlichkeit, wie man es so schön nennt, auf jeden Fall auch im Vordergrund stehen. Eine letzte Frage, bevor ich dann das Video stoppe. Wie werden die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Automatisierung im Bereich Finanzbuchhaltung sowie der Vorbereitungen für den Bereich Finanzbuchhaltung bewertet? Das ist ein Punkt, den sehen wir, oder gerade in den letzten anderthalb Jahren haben wir gesehen, dass viele, viele Unternehmen zum einen gesagt haben, hätten wir mal vor Corona digitalisiert. Gerade der Bereich Finanzen ist so, dass wir mit großen Schritten jetzt eine sogenannte Business Solution haben, also ein Rechnungsmanagement, wo klassisch der Eingangsprüfungsprozess abgebildet ist, bis hin zur Übergabe, Kontierung. Das geht teilweise so weit, dass die Rechnungsdaten automatisch ausgelesen werden, automatisch gegengecheckt werden gegen Datenbanken des eigenen Systems mit Bestellbezug. Das heißt also, wir sind in der Lage, Skontofristen auszulesen, auszurechnen. Diverse Mehrwertsteuersätze können so geprüft werden, dass das System Ihnen schon sagen kann, ist Mehrwertsteuersatz 1 netto-brutto identisch, Mehrwertsteuersatz 2 netto-brutto plausibel? Hat meine Bruttosumme an der Stelle die richtige Größe? Und was ist der Skontobetrag, den ich spare, wenn ich zum Beispiel auf dem Rechnungsendbetrag einfach nur drin zu stehen habe in der Rechnung 14 Tage netto 2%? Soweit ist das System schon, dass es quasi Ihnen auch diese Informationen ausrechnen kann. Gute Systeme machen das. Bis hin, ich sage es mal, auch wenn das der eine oder andere nicht unbedingt hören will, Stichwort sogenannte Dunkelverbuchung. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Kontierungsvorschläge einfach aus dem führenden System oder die Kontierungsinformationen aus dem führenden System zieht und hinten raus quasi einen Vorschlag eben über das Dokumentmanagementsystem fahren kann, der dann nicht mehr geprüft werden muss. Okay, vielen Dank. Ja, damit danke ich ganz herzlich Herr Kessler von der Firma Erik über die Ausführungen zum Dokumenten- und Informationsmanagement, Möglichkeiten der Digitalisierung. Oh, warte. Jetzt habe ich fast hier das Falsche. Okay, und